Hallo, ich bin Ulrich und es geht mal wieder um das Thema Taz vorgelesen. GameStop, um die Leerverkäufe, auch um eine Handy-App namens Robinhood oder Trade Republic ist immer mal wieder die Rede von. Zu Trade Republic habe ich mich eindeutig geäußert. Robinhood ist meines Wissens auf dem deutschen Markt. Ja, Trade Republic ist ein Abklatsch von Robinhood. Das ist quasi der deutsche Ableger. So, bevor wir da anfangen, machen wir zum einen erstmal Taz zahl ich, weil nicht ich brauche eine Spende für dieses Video, ich dürfte auch keine annehmen, davon mal abgesehen, sondern die Taz hätte gern ein paar Pfennige dafür. Wie viel liegt denn meines Wissens in eurem Ermessen? Darum kommt hier die IBAN DE. E56 430 609 67 80204 77 402 bei der Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken in Bochum. BIC ist GNODEM1GLS. Ja, ich schleife das ein bisschen runter, all dieweil ich da selbst Kunde bin und natürlich meine eigene Bankleitzahl 430 609 67 irgendwo natürlich kann. So. Es gibt diverse Artikel zum Thema GameStop in der Taz. Die würde ich natürlich alle gerne vorlesen. Das ist einmal der, den ich mir jetzt vorgenommen habe. Eventuell ist dies hier nochmal ein Interview mit einem sehr jungen Trader. Dazu fällt mir auch noch was ein. Und dann wäre eventuell noch diesen, den habe ich aber gerade durch Zufall gefunden. Ich wusste nicht, dass ich den gestern in der Taz gelesen hätte. Wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Halte ich aber nicht für so sinnvoll, all dieweil es hier im Wesentlichen um Trade Republic geht. Und ja, vielleicht wird es auch gerade deswegen sinnvoll. Dann gab es aber auch noch, der eine oder andere weiß das, dass ich mich auf YouTube ja mit eigentlich was ganz, ganz anderem beschäftige, nämlich mit europäischen Fernwanderwegen. Und in der Outdoor-Szene ist halt ein Rüdiger Neberg recht bekannt und da gab es kürzlich auch noch einen Artikel über Genitalverstümmelung. Der würde natürlich hier, ja, Problem ist YouTube dabei. Auf diesen, er würde schon ins Konzept passen, aber er würde nicht auf diesen Kanal passen. Und ich kann kanalübergreifend keine Playlist anlegen. Das geht nicht. Ja, geht nicht, gibt's nicht. Aber die Zugeständnisse, die ich dann wieder an YouTube, also entweder muss ich extreme Zugeständnisse an YouTube machen, dann geht es, oder ich muss den Artikel auf den Kanal packen, wo er eigentlich nicht hingehört, wo er thematisch eigentlich nicht hingehört. Mal gucken. Aber der läuft ja nicht weg. Ich habe nächste Woche noch mal wahrscheinlich mehr Zeit, als mir lieb ist. So, fangen wir aber mal endlich an. Was macht der Screen Recorder? Taz vorgelesen. Wirbel um GameStop-Aktie. Der Konfetti-Regen täuscht. Daytrading-Plattformen. Moment, nein. Ach, das liebe ich ja so. Taz vorgelesen. GameStop-Coup. Hohe Verluste durch Leerverkäufe. Die Kleinanleger haben die großen Hedgefonds geschickt attackiert. Trotzdem dürften auch kleine Spekulanten viel Geld verloren haben. Netflix will aus dem GameStop-Rausch einen Film machen. Von Ulrike Herrmann. Die Turbulenzen rund um die Aktie GameStop sind großes Kino. Es wirkt wie ein Kampf von David gegen Goliath, bei dem Tausende von Kleinanlegern mächtige Hedgefonds in die Knie zwingen. Die Wahrheit ist komplizierter. Zunächst, GameStop ist relativ wertlos. Das Unternehmen verleiht und verkauft Videospiele sowie Zubehör fürs Zocken. Weltweit gibt es noch rund 5000 Filialen, doch seit 2016 laufen Verluste auf, weil sich Computerspiele aus dem Internet herunterladen lassen. Große Hedgefonds haben daher darauf gewettet, dass der Aktienkurs von GameStop fällt. Also nutzen sie Leerverkäufe, dabei leihen sich Spekulanten Aktien und verkaufen sie sofort. Ist die Leihfrist abgelaufen, werden neue Aktien erworben und dem Verlierer zurückgegeben, was einen Gewinn abwirft, wenn der Kurs gefallen ist. Allerdings bleibt ein Risiko, wenn viele Leerverkäufer gleichzeitig Aktien kaufen müssen. Um sie an Verleiher zurückzugeben, kann der Kurs plötzlich steigen und den Gewinn zunichte machen.
Ein solcher Short Sequence war bei GameStop wahrscheinlich, weil zeitweise 140% der Aktien leer verkauft waren. Es gab also mehr Leerverkäufe als Aktien. Kleinanleger haben daher darauf gesetzt, dass die Kurse zulegen würden, was auch eintrat, zumal so viele Hobbyspekulanten einstiegen. Anfangs war die GameStop-Aktie 17 Dollar wert und schoss dann auf 483 Dollar. Hedgefonds sollen etwa 20 Milliarden Dollar verloren haben, weil sie ihre leer verkauften Aktien teuer erwerben mussten. Für Kleinanleger ist es leicht, sich zu koordinieren. Führend ist das Online-Forum Wall Street Bets, um Aktientipps auszutauschen. Auch der Handel ist einfach, seitdem es kostenlose Apps wie Robinhood oder Trade Republic gibt. Am 28. Januar begrenzten diese Apps aber plötzlich den Kauf von GameStop-Aktien. Prompt witterten Kleinanleger eine Verschwörung, Robinhood wolle die großen Hedgefonds schützen. Es dürfte trivialer sein. Die Plattformen müssen Kapital hinterlegen, um den Handel abzusichern. Als plötzlich massenhaft GameStop-Aktien erworben wurden, reichte dieses Kapital nicht mehr. Investoren mussten erst Geld nachschießen, bevor unbegrenzter Handel wieder möglich war. Dennoch will die US-Börsenaufsicht SEC nun untersuchen, ob es Insider-Geschäfte gab. Am Freitag war die GameStop-Aktie nur noch 63 Dollar wert, denn der Kurs sinkt automatisch, sobald viele Spekulanten versuchen, ihren Gewinn mitzunehmen. Gleichzeitig dürften viele Kleinanleger viel Geld verloren haben, weil sie zu Kursen eingestiegen sind, die weit höher lagen. Der Trubel um GameStop war jedenfalls filmreif, wie auch Netflix findet. Der Streamingdienst hat bereits angekündigt, dass ein Drehbuch in Arbeit ist. Meinung und Diskussion 12. Ja, zunächst mal wieder der Hinweis auf Taz. Zahl ich? Ja, nicht ich brauche Geld, sondern die Taz muss sowas natürlich auch recherchieren und erarbeiten. Da stehen auch ein paar Sachen drin, von denen ich so noch nichts weiß. Ich wusste, wie das jetzt da im Hintergrund ganz genau abläuft, kann ich euch so auch nicht sagen. Ich habe das zugegebenermaßen studiert. Das steht hier in dem anderen Artikel, den ich vorlesenswert halte, nämlich drin. Ich muss mal gucken, wie ich es mache. Ich sehe oben die Uhr und Moment mal. Und ich sehe oben die Uhr und sie läuft. Die geht nicht rückwärts, ne? So. Erstmal, eine Aktie kann man leihen und diese Leihfrist kann man auch verlängern. Stellt sich also durchaus die Frage, ja, die Hedgefonds mögen verloren haben, aber wie viel Gewinne machen sie auch? Eine andere Aktie, die immer wieder Opfer von Hedgefonds wird und solchen, ist Tesla. Da geht es auch in diesem anderen Artikel, geht es auch nebenbei noch um Tesla, allerdings auch nur recht oberflächlich, möchte ich mal bemerken. Ich lege jetzt mal unten ein Video rein, beziehungsweise das kann ich auch auf einen, man sieht das immer vor der Kamera spiegelverkehrt, auf eins der I's da oben, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Legen, da habe ich mir gerade kürzlich als Frühstücksaktionär nochmal Gedanken gemacht über Mediamarkt. Und in dem gleichen Video, das ist aber wirklich Zufall gewesen, ging es um meine VW-Vorzugsaktie und dass ich von diesem, als das Ganze mit VW passiert ist, vor ein paar Jahren, ja, kann über 10 Jahre müssten das schon her sein, kann man bei Wikipedia nachgucken. Der Artikel bei Wikipedia ist im Moment, wo ich ihn gelesen habe, auch ganz gut. Habe ich da aber, wie gesagt, da lege ich dieses eine Video lege ich rein, da habe ich mich durch Zufall zu Mediamarkt geäußert und in dem Rahmen, in dem ich mich auch zu Vorzugsaktien geäußert habe, habe ich mich dort auch zu so einem Leerverkaufskrimi bei VW geäußert. Mich hat es nicht getroffen, weil ich Inhaber einer VW-Vorzugsaktie war, aber viele meiner Frühstücksaktionärskollegen, eine ganz konkrete Frau habe ich da vor meinem geistigen Auge, die war am Jammern, ja, ich habe nicht alle Aktien verkauft. Hätte ich mal, ja. Da hat es das auch schon gegeben. Und da stellt sich die Frage, die ich auf diesem Kanal in dieser Playlist jetzt auch schon öfter gestellt habe: Ist Homo sapiens lernfähig? Das ist doch alles nicht neu. So, hier geht es jetzt darum, die Taz macht sich jetzt mal so ein paar Gedanken und das finde ich sehr gut.
Und darum habe ich mich auch entschieden, diesen Artikel zu nehmen. Nämlich mal wirklich Gedanken auch nicht. Das könnte man auch wesentlich intensiver aufdröseln noch. Was ist eigentlich mit den kleinen Anlegern los? Die erste Frage, die ich mal stelle, trifft es die Hedgefonds überhaupt? Lachen die uns nicht in Wirklichkeit aus? Du kannst eine Aktie leihen, aber die Leihfrist kannst du ja auch verlängern. Das kostet eine Gebühr, okay, ist weiter kein Problem. Das machen Frühstücksaktionäre untereinander auch. Ne? Wir sprechen uns auch ab, ja, ich möchte gern zu der und der Veranstaltung, ich habe die Aktie aber nicht. Dann sagt einer, ja, ich habe die Aktie, aber ich will da sowieso nicht hin. Ja, das ist üblich. Das ist auch im kleinsten Bereich unter Frühstücksaktionären ist das nichts Besonderes. Aktien zu leihen und zu verleihen, das ist völlig normal. Ich verstehe nicht, warum man da so einen Hype jetzt drum macht. Wahrscheinlich, weil viele Leute einfach auch nicht wissen, wovon sie reden. Ich weiß auch nicht immer, wovon ich rede. Ne? Ich kann hier nur so viel sagen. Aktien zu leihen und zu verleihen ist völlig normal und eine Leihfrist kann man auch verlängern. Ich bin mir nicht sicher, dass die Hedgefonds uns auslachen. Ich denke eher, und das ist hier ein richtiger Ansatz, dass viele Kleinanleger draufgezahlt haben. Weil es hieß ja, 420,96 Dollar war der Wert, den wir erreichen wollen. Und den hat man ja nicht erreicht. Ich glaube, der Peak war, hier steht es 400. Oh, doch, Entschuldigung. Hatte ich gesagt, ich bin nicht allwissend? Nein. Mein Sachstand ist 420,96 Dollar sollten erreicht werden. Oder waren es 24,69? Ist egal. 69 bzw. 96 ist eine Stellung für Gleichgeschlechtliche Sex unter Männern. 17 Dollar finde ich interessant. In dem Zusammenhang, was macht GameStop eigentlich? Videospiele und Gamezubehör. Macht Mediamarkt doch auch. Und wie es der Zufall will, meinetwegen auch der Teufel will, geht es in dem gerade verlinkten Video, auf dem ich so rumreite, um die Aktion VW und um Vorzugsaktien und auch um den Mediamarkt. Und also irgendwie war ich da durch Zufall. Aber laufen? Moment mal, ich muss mal eben, jetzt gibt es einen Schnitt. So. Laufen tut das Video auch nicht. Das hat sich einer jetzt in den letzten 48 Stunden angeguckt. Moment mal. Insgesamt, da ist das Dings vor. Insgesamt 77 Zugriffe. Ja, das für meine Behältnisse ist das. Ah, Entschuldigung. Für meine Verhältnisse ist das normal. Aber ich habe ja auch nichts zu verkaufen. So. Reden wir mal über Trade Republic. Robin Hood wird hier auch immer so gehypt. Jetzt muss man zunächst mal ein Video sich vom YouTube-Förster, ein Mann im Wald, angucken. Ich weiß nicht, auf anderen Kanälen zu suchen ist immer so eine Sache. Ich weiß nicht, ob ich das wiederfinde. Da geht er der Sache nach, wer war dieser Robin Hood denn eigentlich? Im Wesentlichen war das nämlich wohl ein Wilderer. So. Und der hat halt nicht für sich gewildert, sondern von dem Wildbret, was er dann da hatte, auch ein bisschen was verteilt. Das ist im Wesentlichen erstmal Robin Hood. Die Information ist nicht von mir, wie gesagt, die habe ich beim YouTube-Förster abgegriffen. Trade Republic. Trade Republic habe ich ein eigenes Video zu, hat mich als Kunde abgelehnt, deswegen bin ich jetzt nicht weiter beleidigt. Es gibt bei Trade Republic noch ein Problem. Das taucht in der Taz, in diesen ganzen Berichterstattungen taucht das nirgendwo auf. Und zwar, Trade Republic ist ja bloß ein Zugang zu einer Börse. Ich selbst als Privatanleger kann ja nicht nach Stuttgart fahren. Ach, Stuttgart, Blödsinn. Freudsche Fehlleistung. Nach Frankfurt fahren zum Parketthandel und sagen, ja, ich hätte jetzt mal gerne eine VW-Aktie hier gekauft. Die lachen mich ja aus, ne? Im besten Fall schmeißen sie mich raus. So, sondern ich brauche ja irgendeinen Zugang dazu. Dazu brauche ich ein Depotkonto. Das kann ich im Zweifel bei der Sparkasse oder bei der Volksbank anlegen. Auch die Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken hat solche Konten im Programm.
Kostenpunkt 20, 30 Euro muss man dann rechnen. Also eine Mercedes-Aktie, die ich gerade gekauft habe, kostet also bei der GLS Bank 70 Euro für die Aktie plus nochmal 30 Euro an Bankspesen sind 100 Euro. Geht's auch billiger? Ja. Die Deutsche Bank bietet das an, die niederländische Indiba bietet das an und dann ist die französische BNP Paribas, die bieten das an. Das ist, da kostet dann die Mercedes-Aktie 70 Euro plus noch ein paar Spesen, bist du bei roundabout 80 Euro. Das ist ein normaler Preis, den auch ich regelmäßig dann bezahle. Also ich habe bei der DAB Bank heißen die Smart Broker, DAB Bank, die sind aber alles bloß so, das ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes, nur so Zugangsgeschäfte, wie die GLS Bank mir einen Zugang ja auch nur über Dritte zur Börse ermöglichen würde. Und Trade Republic ist nichts anderes. So, jetzt gibt es allerdings noch einen Haken bei Trade Republic und bei Robinhood genauso. Die haben nur einen Handelsplatz. Ich kann bei Trade Republic, jetzt muss ich lügen, ich glaube nur über L&S traden. Nur über die und über keinen anderen. Wenn ich jetzt eine Aktie kaufen will, die nur über Xetra gehandelt wird, die nicht bei L&S verfügbar ist, schlechtes Beispiel. Wenn ich jetzt so eine ganz seltene, so einen Nebenwert kaufen will, Zoologischer Garten Berlin, kostet irgendwie 2000 Euro. Davon gibt es aber auch nur 2000 Stück oder so. Die wird dann eventuell nur an der Börse Bremen oder nur an der Börse Stuttgart oder nur an der Börse Berlin gehandelt. Diese Aktie wirst du über Trade Republic nicht kaufen können. Das ist das eine. Das zweite, was bei Trade Republic zu beachten ist, ist, das Handelsvolumen auf L&S ist ja erheblich niedriger als das Handelsvolumen auf Xetra. Jetzt ist L&S aber auch billiger. Es entstehen ja zum Kauf dieser Aktien entstehen ja Kosten. Also ich muss 4 Euro an Smart Broker bezahlen und nochmal roundabout, ich sage jetzt mal einfach 1 Euro an Xetra. Ich glaube, jetzt sind 60 Cent oder so. Ich weiß die genauen Preise im Moment nicht. Ist aber auch egal. Ihr habt das schon im Prinzip verstanden. Ich muss 4 Euro an Smart Broker bezahlen, nochmal 1 Euro an Xetra. Und wenn es dann nochmal eine Namensaktie ist, dann muss ich nochmal 50 Cent Namensgebühr bezahlen, Namensregistergebühr bezahlen. Sind wir also irgendwie bei roundabout um die 5 Euro, 5,50 Euro, ich sag mal 5 bis 6 Euro bei Smart Broker. Bei der niederländischen Indiba ist das Ganze, die haben vernünftige Preise, die haben, ja. So. Und bei Trade Republic gibt's das alles nicht, weil sie haben keinen Xetra. Du kannst bei Trade Republic nicht über Xetra Aktien kaufen. Und auch nicht über die Börse Berlin oder die Börse Stuttgart oder die Börse Bremen. Es geht alles nicht. Sie haben nur einen Handelsplatz. Und das ist dann friss oder stirb. So, und damit ist der höhere Preis bei Smart Broker, die dann ja, ja auch kein vollständiges Portfolio haben, dann erst schon mal gerechtfertigt. Aber jetzt kommt der nächste Haken. Wie lange machen die das? Ja, wie? Was willst du jetzt von mir? Bist nur bescheuert? Wie lange hält so eine Bank das durch? Warum nimmt die Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken 30 Euro für eine Dienstleistung, die woanders gerade mal 10 kostet oder nicht mal 10? Warum? Wollen wir das mal offen lassen? Nee, kann ich euch einfach sagen. Ich bin mit der Nordnet Bank, nachdem ich hier mit der örtlichen Volksbank hatte ich ein Aktiendepot und anfangs habe ich für meine erste Aktie, das war die Erstemission der Deutschen Telekom, November 1996, da habe ich auch solche Preise bezahlt. Da hat so ein Aktienkauf seinerzeit 30, 40 Mark gekostet. Mark. Ja. So, das sind normale Preise und die musst du, glaube ich, auch nehmen, um dauerhaft zu existieren. Wie lange existieren denn diese Banken? Ich bin mit der Nordnet Bank dann wieder eingestiegen. Die Nordnet Bank ist in der Onvista Bank aufgegangen. Die Onvista Bank ist in der Comdirect Bank aufgegangen. Und von der Comdirect Bank sind auch nur noch Reste da. Die sind teilweise in der Commerzbank und teilweise auch in der BNP Paribas jetzt aufgegangen. Wo bleiben sie denn alle? Warum halten die alle nicht durch? Einer der wenigen, die es schaffen, ist die Indiba. Die haben ein anderes Konzept.
Die machen eine Quersubventionierung. Milchkalkulation heißt das auch. Das kennt ihr aus dem Supermarkt. Hinten gibt es die Milch 10 Cent billiger, aber erst müsst ihr durch den halben Supermarkt, wo alles vorne 10 Cent teurer ist. Das heißt, unterm Strich, hinten spart ihr zwar 10 Pfennig, aber vorne habt ihr schon 5 Euro mehr bezahlt. Das macht die Ingdi Bar auch. Das habe ich, als mein Neffe zum Beispiel ankam, ich will unbedingt eine Ford-Aktie haben. Da sage ich, ja, dann machst du am besten Depot bei der Ingdi Bar auf. Aber trotz und alledem, Problem ist dann wieder, die werden ankommen und die werden dir ein kostenloses Girokonto aufschwatzen, die werden dir versuchen, einen Kredit aufzuschwatzen. Ja, und so wird das finanziert. Und diese Mischkalkulation, das macht hier unsere Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken eben nicht. Und darum sagen die, und da sind sie Gott sei Dank konsequent, wir nehmen dieses Geld, was wir dafür auch nehmen müssen. Wir erbringen eine Dienstleistung, die hat einen Wert und den Preis wollen wir auch haben. Gut, ich sage mir natürlich wieder, das Hemd ist mir näher als der Rock. Ende vom Lied ist, dass ich dann eben doch zumindest bei Smart Broker untergekommen bin. Trade Republic habe ich nie wirklich vorgehabt. Wenn die mich als Kunden genommen hätte, wäre es sicherlich schön, damit mal zu spielen. Aber mehr als das wäre es dann auch nicht geworden. Weil ich nochmal, Trade Republic ist zu teuer. Weil einfach das Handelsvolumen bei Trade Republic zu klein ist, gemessen an Xetra. Im Einzelfall muss man das rechnen. Auch ich habe in der letzten Zeit Aktien über L&S gekauft, ja. Weil im Detail, man kann manchmal sagen, die Aktie ist bei L&S zwar teurer als auf Xetra. Nehmen wir mal an, die Aktie ist bei L&S 30 Cent teurer als auf Xetra. Dann ist Xetra aber immer noch teurer, weil ich diese 60 Cent Gebühren spare ich immer noch 30 Cent. Das ist das simple Rechenexempel, was man da starten muss. Das ist recht einfach, ne? Aber zumindest habe ich bei Smart Broker diese Vergleichsoption. Die habe ich bei Trade Republic nicht. Und das geht leider in sämtlichen dieser Artikeln, auch dieses Interview hier, da geht das genauso unter wie auch hier in diesem Ding. Es wird leider in der Tat so nicht erwähnt. Entschuldigung, aber das könnte ich jetzt im nächsten Video, wenn ich dann jetzt sofort noch einspreche, habe ich die Zeit noch? 3 Uhr, ja, theoretisch habe ich noch ein Stündchen oder zwei. Ja, in diesem Sinne. Denkt dran, nicht ich brauche Geld, die Taz braucht eine Unterstützung, weil sie da natürlich auch gerade in diesen Artikel, das ist ja nicht einfach nachgedruckt, das haben ja die Frau Hermann ja geschrieben, also auch eine Leistung erbracht und auch diese Leistung muss bezahlt werden. Das war ja gerade das, also denkt dran, Taz zahle ich, hier ist nochmal die Kontonummer DE 56 430 6096 8020 4774 02. Bei der Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken in Bochum, GNO DEM1 GLS. In diesem Sinne, mal gucken, was wir noch machen. Wir haben jetzt so viele Artikel, das sind jetzt alleine noch vier Artikel, die mir noch in den Kram passen würden. In diesem Sinne, Ade.